Ja Mensch, herzlich willkommen zur zweiten Vorrundenpaarung im KGS-TTW-Turnier 2.0. Ja, dieses Mal sehen wir uns die Schlacht von Thanatos gegen Tiger 1707 an. Wiederum möchte ich da noch die Anfangsfrage klären, welcher der beiden ist nun wer? Ja, das hier ist der Tiger 1707 mit seinen römischen Truppen, gepanzerte Legionäre, komplett aufgestellt. Dann Prätorianer Kavallerie und in der Mitte syrische Auxiliarbogenschützen. Eigentlich eine relativ überschaubare Armee, aber mit mittleren Geldern kann man schon einiges auf die Beine stellen, habe ich gemerkt. Das hätte ich so nicht erwartet. Auf der anderen Seite steht Thanatos mit einer Einheit Bürgerkavallerie der Makedonier. Nun ja, richtige Sichtlinien sind natürlich in diesem Spiel vorhanden. Also schauen wir uns diese Schlacht mal an und werden mal sehen, wer hier gewinnt. Ich weiß es schon, aber pst, das muss ja keiner wissen. So, wir schauen uns nochmal die taktische Ansicht an. Tiger kann noch nicht diesen Bereich sehen und hier kann er auch nicht hinsehen und hier auch nicht und da hinten ist die Karte schon zu Ende. Gut. Jetzt schauen wir nochmal aus der Sicht seines Generals, wie das hier alles aussieht. Verdammt, ich habe die falsche Taste gedrückt. Dort hinten. Aber wir sehen gar nichts mehr. Gut. Aber ist doch schön, wenn man nur eine Kavallerieeinheit sieht auf der Karte. Das würde mir immer zu denken geben. Und jetzt verschwinden alle. Das heißt, man muss sich bewegen, um die Feinde zu sehen. Was wiederum ein enormer Vorteil ist von einer mobilen Armee. Die Römer sind größtenteils mobil mit ihren Schilden. Wenn sie da Rollen drunter hauen, dann können sie auch drauf Skateboard fahren. Das läuft dann. Ah, jetzt sieht man auch die Armee vom Feinde. Hier sind zwei Einheiten Bürgerkavallerie. Hier oben. Hetairenreiterei. Ich sag einfach mal Reiter und Bürgerkavallerie. Und seine normale Armee besteht aus Hopliten. Herbannpegenieren, Steinschleuderern und Steinschleuderern. Wo ist sein General? Sein General ist hier und das ist die, sind die Reiter. Du hast ja einen merkwürdigen Helm auf hier. So, das bedeutet, Thanatos möchte wahrscheinlich den Tiger von beiden Seiten angreifen und von beiden Seiten in die Flanke fallen. Doch durch die Prätorianer Kavallerie könnte das eindeutig zurückgeschlagen werden. Besonders, weil es hier bergab gehen würde. Hier wiederum wäre es minimal auf Seiten des Thanatos. Ansonsten zur Armee an sich oder Armeenaufteilung. Naja, Legionäre sind eigentlich Allrounder so von meinen Ermessen her. Allerdings so frontal gegen diese Pikiniere wird das etwas schwieriger werden. Steinschleuderer sind immer eine gute Wahl, können sehr weit feuern und richten allerdings wenig Schaden an. Oh, jetzt kommt es hier zum Auftreffen der beiden, der drei Reitereien. Ja, in der schönen Formation rein in die Bürgerkavallerie. Ein wunderbarer Kampf entbrennt nun hier. Draco. Bonus gegen Kavallerie, Bonus gegen Elefanten und Wappnen. Doch die Bürgerkavallerie verliert eindeutig mehr Einheiten als die prätorianische Kavallerie. Und dort kommt noch einmal die Bürgerkavallerie reingeritten. Also 2 gegen 1, das ist ein wenig unfair, aber scheinbar macht das nicht wirklich was. 40 von 60, 59 von 60 und 56 von 60, während die Bürgerkavallerie hier sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist, was vor allen Dingen die Moral angeht. Die sind schon sich nicht mehr sicher, ob sie mitkämpfen wollen oder nicht.
werden aber weiterhin von der prätorianischen Kavallerie geschnetzelt. 23 Mann sind es noch. Und jetzt flüchten sie komplett. Damit ist diese Armee weg. Die Bürgerkavallerie hier entzieht sich auch der prätorianischen Kavallerie, die jetzt wieder im Vorteil ist und mehr Einheiten hat als die Bürgerkavallerie. Und jetzt die Verfolgung aufnimmt. Und durch diese Neuformierung der Truppen ist natürlich gegeben, dass die prätorianische Kavallerie einfach durchreiten kann und schon mal einen großen Ansturmbonus erreicht. Jetzt sind es 24 gegen 46, damit ist die Bürgerkavallerie geschlagen. Wenn nicht noch ein Wunder passieren sollte und Zeus irgendwelche Pfeile, Blitze, sonst was vom Himmel fallen lässt. 17 zu 40. 14, 12, 10, 9. Und da flüchten sie. 38 Mann sind noch übrig geblieben. Obwohl es 2 gegen 1 war. Sehr, sehr gut gemacht von den römischen Prätorianern hier an dieser Stelle. Und auch gut gemacht von Tiger 1707. So, nun muss man schauen, was jetzt passiert. Thanatos hat einen großen Schrecken seiner Armee verloren, nämlich die eine Flanke der Kavallerie. Dadurch wird das alles nur noch auf dieser Seite hier ausgefochten werden und nicht mehr so wichtig sein, dass hier auf dieser Seite die Legionäre sich darauf vorbereiten, angegriffen zu werden. Nun marschiert die Hauptarmee von Thanatos nach vorne mit den Pikenieren und den Steinschleuderern vorweg. Ich war bei den Steinschleuderern stehen geblieben. Die sind ja eigentlich relativ gut. Die können ja weit feuern und wenn sie lange genug feuern, dann richten sie auch Schaden an. Wobei gegen Legionäre könnte das ein paar kleine Probleme geben, denn die sind relativ gut gepanzert, wenn man sich das mal so ansieht. Wenn dann Steinchen gegenfliegt, dann kratzt das ein bisschen am Lack, aber sonst passiert da nichts. Und hier? Gut, bei denen könnte schon was passieren. Da würde die gelbe Hose kaputt machen. So. Nun merkt Thanatos auch, dass seine Kavallerie dort oben nicht so gut aufgehoben ist. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Denn der General und die Prätorianer Kavallerie wollte gerade die Verfolgung aufnehmen, doch ist so schlau und reitet wieder zurück, nachdem sich die Hopliten hier richtig ausgerichtet haben. Andere Leute wären vielleicht durchgeritten und hätten das Risiko gewagt, aber dann wären die Hopliten einfach reingestürmt und hätten, glaube ich, kurz einen Prozess gemacht. Nun der erste Schlagabtausch zwischen den Fernkämpfern. Die Steinschleuderer werfen bereits ihre kleinen Runden Projektile auf die syrischen Bogenschützen. Richten auch schon ein klein wenig Schaden an. Und jetzt können die Bogenschützen erst mit den Feuerpfeilen so richtig loslegen. Sucht euch eure Ziele. Dort kommen wieder die Pfeile. Die Feuerpfeile. Aber eigentlich sind die Steinschleuderer hier gerade im Vorteil. Die haben mehr Truppen und werfen schneller die Projektile. Und somit gibt es da ziemlich viele Verluste auf Seiten der Bogenschützen hier. Diese Einheit ist bereits zu einem Drittel fast vernichtet worden. Jetzt schon über ein Drittel. Und hier sind auch nicht mehr so viele da. Nun ja, das ist natürlich nicht so gut. Aber hier schleicht sich die Kavallerie ein wenig an. Bleibt aber hier stehen. Noch braucht man die nicht. Oh, die Bogenschützen sind nicht so gut drauf. Die dürften gleich fliehen. Ja, tun sie. Sie ziehen sich zurück. Traurig, aber wahr. Die anderen Bogenschützen halten noch durch und feuern ein wenig noch auf die Steinschleuderer, die wesentlich weniger Einheiten verloren haben. Ein Drittel. Und 10 Einheiten. 11, pardon. Hier sind fast wieder nur noch 2 Drittel erhalten. Und die Steine fliegen erbarmungslos. Das ist nicht so schön. Ich stelle mir gerade selber vor, ich würde von einem Stein getötet werden. Das wäre kein schöner Tod. Da kriegst du so einen Stein ins Gesicht und dann
ist es aus. Du denkst, du kannst richtig schön in den Krieg ziehen, aber dann passiert sowas und dann bist du weg. Wie ihr sagt. Immerhin flüchten ein paar der Steinschleuderer, auch wenn sie nicht komplett flüchten werden, sondern gleich hier irgendwo stehen bleiben werden und wieder zurückmarschieren. Denn die Flagge ist ja noch da. Wenn sie nicht mehr da wäre, dann würden sie nicht... So, wie in diesem Falle würden sie nicht mehr wieder zurückkommen. Ansonsten wären sie wieder da. Nun ja, die Reihen lichten sich ein wenig bei den Steinschleuderern. Ist natürlich auch nicht so schlecht. Wo sind die jetzt hingeflüchtet? Weg. Sie sind komplett weg. Oder sind sie komplett tot? Was ist passiert? Man möge mich aufklären. Egal, das ist auch nicht so wichtig. Eine Steinschleudereinheit kann wahrscheinlich nicht so der ausschlaggebende Punkt einer Armee sein. Ah, dort kommen sie wieder. Sie waren tatsächlich außerhalb der Sichtweite. Dort sind sie. 35 Leute sind noch da drin. Ist natürlich nicht so das, was man erwarten hätte. Da wird der General angegriffen. So, ein paar Steinchen gegen die Pferde, da tut denen auch nicht so doll weh. So, was passiert hier noch? Wir können einen kurzen Schritt vorwärts gehen. Ein bisschen vorspulen. Das müssen wir uns ja nicht in Echtzeit geben, dieses Feuergefecht zwischen Bogenschützen und Steinschleudern. Die Bogenschützen haben verloren und ziehen sich weiterhin zurück. Und jetzt geht es darum, dass die Legionäre sich mal in den Kampf begeben. Zumindest demnächst. Und das tun sie jetzt auch. Die kriegen alle einen Angriffsbefehl auf alle möglichen Einheiten hier in der Formation. Und zwar momentan nur den Marschbefehl, wollte ich gerade sagen. Und jetzt den Rennbefehl oder den Laufschrittbefehl. Thanatos stellt seine Truppen jetzt hier in einer Art Rechteck auf. Ein offenes Rechteck nach unten. Mehr ein Trapez oder so. Auf jeden Fall ein wenig defensiver als geplant. Gut, was natürlich sehr, sehr hilfreich bei den Pikinieren ist, ist ja die Tatsache, dass hier ein Wurfspeer von den Legionären losfliegt und dadurch die Reihen ein bisschen lichtet, was Durchkommen wenig einfacher macht. Auf die Hobliten dort hinten, oder wo sind die gegangen? Egal, die kämpfen jetzt hier im Nahkampf. Überall an jeder Front kommen jetzt die Legionäre auf die Pikinäre und seitlich in die Hobliten rein. Haben sie gut erwischt. Und da es nur Heerbannen-Pikiniere sind, passiert da jetzt, glaube ich, nicht so viel bei den Legionären. Heerbannen-Pikiniere sind jetzt, glaube ich, die schlechtesten Pikiniere, die man ausbilden kann. Und dementsprechend ist es nicht gerade so gerecht, wenn die im direkten Nahkampf gegeneinander kämpfen. Der erste Ansturm hat auf jeden Fall geholfen. Wo ist jetzt die Kavallerie? Die ist tatsächlich hier im Hintergrund aktiv geworden. Ich wollte doch sagen, da muss doch was passiert sein. Prätorianer Kavallerie gegen den General. Ne, gegen die Bürgerkavallerie. Doch nun ziehen sich auch die Hobliten dort zu. Was passiert jetzt? Ah, die Kavallerie zieht sich wieder zurück. Sehr klug gemacht. Also da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen loben. Die Kavalleriearbeit von Tiger ist am wesentlich besser, als ich das erwartet hätte. Ich hätte jetzt aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich Leute, die da wesentlich schlechter agieren mit der Kavallerie und die eigentlich eher wegschmeißen, mich mit eng bezogen. Egal. Auf jeden Fall, die Reihen lichten sich, die Pikiniere flüchten alle oder verlieren nach und nach den Willen zum Grillen, zum Kämpfen. Ja, die Obliten sind auch nicht gut dran. Hier sind noch ein paar Steinschleuderer, die auch noch ein paar Gegner töten werden. Die Kavallerie ist jetzt noch dabei. Und hier ist der General noch mit den Reitern. Und da wird ein kleiner Pulk aus Leuten. Gepanzerte Legionäre. Und hier kämpft die Bürgerkavallerie gegen die anderen Kavalleristen der Römer. Und dort
Dazu kommen noch die Hopliten. Jetzt glaube ich nicht mehr so viel anrichten. Ah, okay, sie töten wohl noch ein paar Prätorianer, aber kriegsentscheidend wird das nicht sein. Denn der Rest von Thanatos Truppen ist weg. Hier hinten stehen noch welche. Ein paar Steinschleuderer und ein paar Hopliten. Aber diese Schlacht ist gegessen. Kann man schon so sagen. Prätorianer sind... Flüchten die gerade? Ah ne, das Banner ist nur woanders. Gut, ich wollte schon sagen. Warum sollten die denn flüchten? Hier kommen jetzt die Hopliten nochmal zurück. Information. Dort ist der General noch mit den Reitern. Wird aber niedergemäht von den Legionären. Sehr schön. Da kommen noch die Hopliten. Jetzt auch nochmal einen reingedrückt bekommen. Und jetzt auch geflohen werden. Und eine knappe Niederlage stimmt in diesem Falle nicht. Das war ein Sieg von Tiger 1707 mit den Römern. Sehr witzig, dass auch eben die andere Schlacht mit den Römern gewonnen worden ist. Sehr, sehr schön. Finde ich sehr, sehr gut, diese Schlachten. Hat gezeigt, was man hier so alles erleben kann. Eine sehr gute Kavalleriearbeit, muss ich schon mal loben. Und ja, das war jetzt die letzte Vorrundenschlacht. Die andere Schlacht konnte leider nicht zustande kommen, da ein Teilnehmer keine Zeit hat. Und dementsprechend ist die Vorrundenarbeit erledigt. Ich wünsche allen Teilnehmern der Vorrunde alles Gute auf dem weiteren Weg. Ich finde es gut, dass ihr mit dabei sein wolltet. Und doof, dass ihr jetzt schon rausgeflogen seid, bevor das Turnier überhaupt begonnen hat. Und an alle, die weitergekommen sind, Glückwunsch dafür. Willkommen im Turnier. Und jetzt geht's ab mit dem Achtel. Also, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.